weil wir ja gerade in der heutigen Zeit, die du ansprichst, also um es beim Namen zu nennen, Covid-19, ja durchaus nicht nur mit Versuchen konfrontiert sind, wie wir uns vor diesem kleinen Etwas, das so unsichtbar ist, am besten schützen können. Also wir sprechen von den Maßnahmen, aber auch natürlich, wie wir uns ja behandeln können im weitesten Sinn. Ja, und dann reden wir von der Impfung. Und also das heißt sowohl die Maßnahmen zur Eindämmung als auch die Maßnahmen zur Behandlung in Anführungszeichen sind in einer Form gestrickt, die mit Ganzheitsmedizin so gar nichts zu tun haben und sehr darauf aus sind, die Technisierung der Medizin noch um ein großes Stück weiterzubringen. Und das ist ja in keiner Form das, was wir unter einer Ganzheitsmedizin verstehen. Wir haben uns über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, über genveränderten Mais Sorgen gemacht. Und jetzt impfen wir mit einem genmanipulatorischen Zugang, mit einer neuen Technologie, die es davor noch niemals gab und auch noch nie marktreif werden konnte. Wenn wir Menschen in Isolation bringen aufgrund von Social Distancing, wie dumm ist diese Medizin, dass sie nicht mal zwischen Physical und Social Distancing unterscheiden kann? Das wurde ja dann irgendwann mal revidiert und jetzt heißt es ja körperliche Distanz, weil sie das dann auch verstanden haben irgendwann mal, dass soziale Distanz vielleicht doch nicht so richtig ist, weil soziale Distanz dezimiert das Immunsystem dramatisch. Ich kann immer nur betonen, das, was jetzt momentan mit Kindern in der Covid-19-Krise passiert, die mit ganz großer Sicherheit erhöht Traumatisierungen aufgrund des Arbeitsplatzverlustes des Papas, aufgrund von Alkoholismus in der Familie, aufgrund von Schlägereien, emotionalem, sexuellem und körperlichem Missbrauch, aufgrund vielleicht auch von Scheidungen, aufgrund der Spaltung, die auch in den Ehen passiert, aufgrund vieler, vieler, vieler Einflussfaktoren, die schwere, schwere Belastungen und Erlebnisse für diese Kinder bereithalten. Diese Kinder werden früher an schweren Entzündungserkrankungen erkranken und auch früher sterben. Das sagt die Psychoneurologie ganz klar. Wer sechs oder mehr von solchen schweren Erfahrungen in den ersten 18 Lebensjahren mitgemacht hat, verliert 20 Jahre seines Lebens.